als mein Schöpfer mich erschuf, schuf er meinen guten Ruf. Und auch ohne Variation geht nichts ohne meinen Ton. Hört mein reinstes Intervall, den Rest besorgt die Nachtigall. Und da auch dies ruckzuck vorbei, bebrüt ich schnell ein Kuckucksei. Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Du hast ein Hörbuch gemacht, du kanntest die Materie schon, du kanntest auch die Texte von Roger Williamson. Und wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Möchtest du? Soll ich? Ja, gerne. Wir haben uns bei Jazz Baltia getroffen. Aber nicht dieses Jahr, sondern 2005, glaube ich. 2003, meine ich. Drei sogar. Mit deinem Oktett warst du da. Du weißt es, wann wir uns getroffen haben. Ja, klar. Das finde ich super. Bist du ein Stalker oder was? Okay, 2003 haben wir uns getroffen bei Jazz Baltica. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt und wir haben musikalisch viel Spaß gehabt. Und seitdem wollte ich immer nochmal mit Katja auf die Bühne stehen. Und aber das haben wir ja auch gemacht. Wir haben in Jazz Baltica, haben wir doch dank Rainer Hamann, Rainer? Haben wir doch ein Konzert gemacht. Noch aber das war ja damals. Wolfgang. Genau. Ja, das war ja 2003. Ja. Und seitdem wollte ich das wieder machen, verstehst du? Dann haben wir doch aber auch in Baden-Baden gespielt. Ja, klar. Wann war das denn? Ja, ja, aber so weit bin ich nicht in meiner Geschichte. Ach so. Ach so. Sie merken, dieses Gespräch ist komplett unvorbereitet. Dann hat, also in Baden-Baden habe ich dich eingeladen und da hast du ja zum Beispiel das Soldaten, wie heißt das? Genau, Kanonensong haben wir da gemacht, ja. Von Brecht-Weil. Ja, genau. Ja. Also, das war krass. Wenn man einmal oder zweimal mit Katja gearbeitet hat, dann möchte man das gerne wieder machen. Ja, was soll ich, jetzt stehe ich da. Also ich kann das nur genauso zurückgeben. Als er mich anrief und fragte jetzt hier, Jazz Baltica, also seitdem er das hier macht oder so, hier habe ich noch nicht musiziert, weil ich ja keine Jazzband mehr habe. Und das ist für mich eine große Ehre, muss ich wirklich sagen, dass ich hier sein darf, dass ich mit dir immer wieder musizieren darf, also aus dem Schauspiel kommen, das wird ja immer so ein bisschen schräg angeguckt. Ach, jetzt singt sie auch noch oder so. Aber dass ich doch so lange mit Jazzmusikern zusammenarbeiten darf und die mir das Vertrauen geben und die Freundschaft zu Nils, das ist wie ein Ritterschlag. Außerdem haben wir jetzt beide das Bundesverdienstkreuz. Ja! Herzlichen Glückwunsch, er hat es letzte Woche gekriegt. Aber du hast es vor mich bekommen. Also Nils hat ja auch einen ganz engen Bezug zu Tieren. Es gibt eine Tiersorte, die ist dafür verantwortlich, dass Nils nicht Schlagzeuger geworden ist. Ja, also da gab es solche Tiere nicht in dieser Geschichte, glaube ich. Also keine Kühe, ne? Ochsen, aber ein Ochs ist was Ochsen anderes, glaube ich. Verwandt irgendwie. Soweit ich das kenne, ist ein Ochs das andere Geschlecht, oder? Ja, ja. Aber ohne. Ohne. Ja, okay. Okay. Als junger habe ich getrommelt. Da gab es so ein Blasorchester in unserer kleinen Stadt. Das gehörte zu dem Stahlwerk. Und ich und meine Brüder, wir haben ja sehr intensiv getrommelt. Und einmal, ich glaube, ich war 13, da haben wir echt extra viel getrommelt auf unserem Hinterhof. Und wir haben aber gar nichts gemerkt, bevor wir haben Kühe gesehen um uns rum, so rumlaufen, also total amok laufend. Und ein Kuh müssen die 10 Kilometer weg mit Traktor holen. Und dann sagte Mama, jetzt Schluss. Jetzt musst du was anderes tun. Also alle drei dürfen nicht trommeln, weil es ist einfach zu viel. Und dann dachte ich, oh, zum Glück kann ich was anderes tun. Und ein paar Tage später stand eine Posaune im Flur. Und ja, ich habe es getestet. Wer hat die da hingestellt, die Posaune? Mein Papa. Super. Einfach so, aus Zufall? Ich weiß nicht so richtig. Ich habe versucht, die sind beide tot, ich kann die nicht mehr fragen. Aber irgendwie war das so, dass die Mama liebte Posaune, Jazz-Posaune. Und ich glaube, sie hat Papa überredet, stell einen da und vielleicht ist er neugierig und will das probieren.
Sie kannte dich ein bisschen. Er hat gestimmt, ja. Katja, die Texte von Roger Willemsen, die sind so fantastisch. Und du gibst denen so viel Leben, so viel Lebendigkeit. Ich habe das Gefühl, dass du mit deinem Körper sprichst auch. Die Bewegung, die Betonung, das alles, das ist der Wahnsinn. Ich kannte die CD von Roger Willemsen natürlich, auch mit den Zeichnungen von ihm. Wie bist du zu den Texten gekommen? Also ich hatte dank eines anderen guten Freundes aus der klassischen Welt, den du auch kennst, Daniel Hope, ja, wahrscheinlich Violinist, durfte ich konzertieren zusammen mit der Kammerakademie Potsdam. Und die wollten eben Karneval der Tiere machen und hatten mich gefragt. Und ich sagte zu und sagte, ich würde eben gerne mich damit beschäftigen, welche Texte dazu gemacht wurden. Und das war Peter Ustinov hat das eingeschrieben, Loriot und eben Roger Willemsen. Und ich finde den Text von Roger Willemsen, kein Offense, den anderen Herren gegenüber, einfach brillant. Und der ist natürlich auch am ausführlichsten. Der hat ja sogar gesellschaftsrelevante Bezüge. Der ist so ein bisschen anzüglich, birst vor Humor und Fabulierungsfreude, reimt sich alles und ist sehr, sehr lang. Und ich habe daraus eine Fassung gemacht. Und so habe ich das dann das erste Mal gemacht. Und damals, wie lange ist es her? 3 Jahre oder so, lebte Roger noch. Und ich schrieb ihm und sagte, lieber Roger, ich würde gerne deine Textfassung benutzen für unser Konzert. Würdest du mir das erlauben? Und dann in seiner unnachahmlichen, wahnsinnig charmanten Art wie Nils schrieb er zurück und sagte, naja, also jetzt fügt sich ja alles, dass du nun den Text benutzt für dieses Konzert. So. Und so fing das dann an und dann habe ich das ein paar Mal gespielt in verschiedenen klassischen Kombinationen, also nicht nur mit Orchester, sondern auch mit kammermusikalisch und so. Aber ich habe die Frage jetzt inzwischen vergessen. Ich hätte gefragt, ich kann einfach so weiterreden. Du hast sie eigentlich wunderbar beantwortet. Ich hatte gefragt, wie der Text zu dir gekommen ist oder wie du zu den Texten gekommen bist, je nachdem, wie du es drehen willst. Aber das ist es ja. Der stand irgendwann im Flur, der Text. Neben deinen vielen Filmen, die du drehst, neben den Bühnenarbeiten, die du machst, bist du auch sehr engagiert, zum Beispiel in der offenen Gesellschaft. Kannst du bitte kurz beschreiben, was die offene Gesellschaft ist? Die offene Gesellschaft ist eine Initiative, die versucht, eine Bewegung zu werden, was irgendwie, wir sind da wirklich mit sehr viel Elan rangegangen. Ich hätte gedacht, dass wir schon weiter wären. Also die Idee dahinter ist, basierend auf einem Essay von Karl Poppers, einem englischen Philosophen, der in den 80er Jahren geschrieben hat, The Open Society and Its Enemies, also die offene Gesellschaft und seine Feinde, haben wir daraus gemacht, die offene Gesellschaft und ihre Freunde, weil wir sagen, wir versuchen die Kultur der Sprache umzudrehen, dass man nicht formuliert gegen Geflüchtete, gegen das, also immer das Anti-Sein, sondern das umzudrehen und zur Abwechslung zu sagen, wir sind für etwas, zum Beispiel für Demokratie oder für Freiheit, für Frieden, für Bildung. So. Also das ist ja, das macht ja was mit einem, ne? Also wenn man pro redet statt Anti, also wenn man sagt, das war großartig, anstatt das war nicht schlecht. Na, das macht ja was irgendwie mit einem. Und das versuchen wir, weil natürlich was wesentlicher ist jetzt, was dahinter steht, ist, dass wir in der Gesellschaft leben, jetzt speziell in Deutschland, aber es hat sich natürlich auch wie Pulse of Europe sozusagen ausgebreitet auf andere Länder, wo gewisse Werte und Errungenschaften, mit denen wir leben, gar nicht mehr so täglich erkannt und geschätzt werden. Ja, die Abwesenheit von Krieg, ja, das Grundgesetz, das, ne, ist ja keine Verfassung, ist ein Grundgesetz, das ist das modernste, das jüngste in ganz Europa, nach den Menschenrechten, also nach der Human Rights Declaration geschrieben. Und darum gibt es halt diesen ersten Artikel. Ne? Da sind ganz viele Dinge reingeflossen von den Human Rights. So, und das versuchen wir halt in die Gesellschaft zu spülen. Und ich finde das deswegen so unterstützenswert, weil
Also ich sage Ihnen das jetzt einfach mal so, ich kenne das natürlich schon, auch wenn ich dann irgendwo hinkomme, dann haben oftmals Menschen dann so Verhaltensstörungen und dann kommt man nicht in so ein normales Gespräch. Und bei der offenen Gesellschaft ist das immer eine Runde von ganz viel aktiven Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren oder eben auch beruflich das machen. Und aus verschiedenen Milieus, Generationen, Backgrounds und so. Und das ist immer interessant, man ist immer sofort in einem Gespräch. Und ich kenne so viele Leute, die sagen, wir würden uns gerne engagieren, in irgendeiner Art und Weise. Wie fängt man an? Und ich sagte, dann kommt ihr zu uns, zu den Freundestreffen von der offenen Gesellschaft und sofort lernst du Leute kennen und weißt, wo kannst du dich weiter informieren oder wo kannst du, so, also es gibt da ganz viele Aktionen, ich will da jetzt auch nicht zu ausführlich werden. Die Sache ist natürlich, wenn 13% AfD wählen, gibt es immer noch 87%, die nicht AfD wählen. Und die müssen ja laut werden. So, und diejenigen, die auf die Straße gehen und rau sind in ihrer Wortwahl, die wollen ja etwas verändern. Die wollen eben nicht diese Art von Europa, die wir ja vielleicht wollen, mit offenen Grenzen und Demokratie und Völkerverständigung und so und Hilfe dort, wo Menschen Hilfe benötigen, sondern die wollen die Gesellschaft verändern. Und wir wollen vielleicht, dass das, was errungen wurde, so bleibt. Ein Sozialstaat zum Beispiel. Und wahrscheinlich ist es jetzt an der Zeit, seinen Arsch zu bewegen und zu sagen, wir sind halt mehr. Ja. So. Also gibt eine, voll nett, dass Sie klatschen. Es gibt jetzt dann die nächste Demonstration in Dresden, unteilbar. Beko, wann ist sie? 24. Generalsekretär von Amnesty International. Ist immer gut, den in der Nähe zu haben, der weiß alles. 24. August ist die nächste Demonstration, Hashtag unteilbar in Dresden. Das ist einfach gut, wenn wir viele Leute sind. Ne? Dort. Es geht ja um uns. Eben. Und um unsere Kinder. Ja. Aber du engagierst dich auch für die Seenotrettung, soviel ich weiß. Ja, aber das reicht natürlich alles nicht, um jetzt mal unseren positiven Gedanken Kick zu geben. Es reicht alles nicht, weißt du. Weil natürlich die Frage ist, an welchem Punkt verbinden wir uns alle? Ob es jetzt die offene Gesellschaft ist oder Amnesty oder weißt du, was auch immer. Und das ist natürlich der Punkt, der Erhalt der Erde. Und wir haben damit so wahnsinnig viel zu tun, weil wir alle nur ein gefährliches Halbwissen haben. Also sage ich jetzt einfach mal wir. Weil ich versuche mich immer umfasslich zu informieren oder umfänglich zu informieren. Ich merke, an dem Punkt zieht sich alles zusammen. So, und da glaube ich, haben wir eigentlich gar keine Zeit, Kriege zu führen oder uns darüber auseinanderzusetzen, ob man nun seine Pflicht, Menschen aus dem Wasser zu ziehen, wahrnimmt oder nicht. Ja, das ist natürlich, macht man das. Aber wir müssen alle zusammen schauen, dass die Bühne, auf der wir alle leben, weiterhin existiert. Und das sieht im Moment richtig schlecht aus. Ja. Das stimmt. Aber hier gibt es eine Ausnahme. Bei Jazz Baltica. Weil hier merkt man, hier gibt es Leute, die sind hier mit Herz und Seele und die zeigen das auch. Die zeigen Herz und Seele bei jedem Konzert, bei überall, wo man hier ist. Es gibt einen sehr positiven, genau worüber du gesprochen hast, dieser totale Positivismus. Und das trifft mich auf jeden Fall sehr. Und Musik hat ja die Chance, Leute zu verbinden, Leute über alle Grenzen zu treffen, Brücken zu bauen, einfach Leute näher an andere Leute zu bringen. Und ich sehe das hier als einen Anfang von einer Art von Bewegung, die sich vielleicht ein bisschen erweitern kann. Weil Leute, die hier sind, die sind ja alle freundlich, nett, die haben ein Herz, die haben ein Lächeln, die haben alles, was wir eigentlich brauchen, um weiterzukommen und zu verstehen, dass wir leben zusammen und so wollen wir das weiterhaben. Und wir wollen das nicht verändern, wir wollen das verbessern. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja. Und deswegen sind wir so, wie wir sind.
Und andere sind, wie die sind. Genau. Also ich selber, ich würde es hart finden, einen ganzen Tag und dann eine halbe Nacht mich Musik anzuhören, die ganze Zeit. Und auch dann zu toben ohne Ende, wie Leute hier machen. Das, ich finde es, ich bin so beeindruckt von, wie das funktioniert. Und natürlich bin ich ganz froh, dass es so funktioniert, weil sonst wäre das ja total scheiße. Aber ich meine, das ist ja wirklich so ein großes Erlebnis und ein Geschenk, dass es so ist. Und ich bin ja sehr dankbar, dass es so viele solche Menschen gibt, die mit so ein großes Musikinteresse und Musikherz. Und deswegen sage ich Dankeschön. Toll. Schon ganz früh, als junger Hüpfer, schielt der Schwan auf Leders Schlüpfer. Fragt sich, was Franz Schubert tät in dem Leid der Pubertät, wenn nicht Liebe komponieren und die Triebe sublimieren. Deshalb schlief der Schwan mit Leder, aber das kann schließlich jeder. Da erscheint von höherem Wert wirklich so ein Fest.